Wochenende oder jeden Tag sehr viele Gäste her. Die Einheimischen sind begeisterte Radfahrer, die Gäste, die da sind, begeisterte Radfahrer. Da passt die Österreich-Radrundfahrt gut dazu, da passt das Promi-Rennen gut dazu. Also insofern viele Zuseher, die dabei sind, die ich alle sehr, sehr herzlich begrüße. Einen schönen Aufenthalt hier in Bodersdorf, im Burgenland wünsche und unfallfreie Rennen. Das ist das Wichtigste. Lieber Herr Landeshauptmann, herzlichen Dank für Ihre Grußworte an die Österreich-Rundfahrt. Bitte bleiben Sie noch ein bisschen bei uns, denn wir bitten Sie, den prominenten Start hier durchzuführen. Die Österreich-Radrundfahrt hat ja einen Fixplatz hier im Burgenland. Wahrscheinlich auch deshalb, weil das Burgenland mit dem Radfahren einen Schwerpunkt für seine Gäste setzt. Ja, der Neusiedler Seeradweg ist der meistfrequentierteste Radweg in Österreich. Das heißt, da sind viele, viele tausende Menschen unterwegs. Das ist eine Herausforderung für uns. Wir müssen diese Radwege weiterhin attraktiver machen, besser beschildern, noch bessere Qualität bieten, und es kommen immer mehr Gäste her, um Rad zu fahren. Also eine wichtige Säule des Burgenland-Tourismus in Kombination mit dem tollen Wetter, der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft, dem Welterbe. Ein schöner Urlaubstag. Lieber Herr Strommer, das Burgenland bringt wieder hervorragendes Wetter. Warum ist es bei Ihnen immer schön? Ja, wir haben anscheinend eine besondere Beziehung nach oben, aber der Neusiedler See mit Bodersdorf hat nicht nur in den Wassersport investiert, sondern auch in den Radsport. Bodersdorf war eine der ersten Gemeinden, die überhaupt investiert haben in den Ausbau der Radwegenetze. Und ich glaube, diese Richtung war die richtige Richtung. Und wir sehen, dass viele Urlauber zu uns kommen nach Bodersdorf, und nicht nur um baden zu gehen, sondern auch Sport zu betreiben. Und da gehört das Radfahren dazu. Und wir befinden uns ja hier zum Platz der Radchampions, auf dem wir sehr stolz sind und wo sich die prominentesten Radfahrer, Weltmeister hier verewigt haben. Und wir sind natürlich sehr stolz, dass diese Radtour wieder bei uns Station macht und das Einzelzeitfahren bei uns durchführt. Das ist das einzige Bedürfnis, das unsere Sinne wiedergibt. Und das ist auch für uns alle die größte. Lieber Alexander Mayer, alles Gute für den Start für die 24,1 Kilometer. Meine Damen und Herren, wir zählen gemeinsam runter. Ich fange in Kürze an mit dem Fünfer und Sie sind bitte mit dabei. Achtung, 5, 4, 3, 2, 1, Abbruch! Gestartet wird für alle 30 Sekunden. Und jetzt geht's los mit den großen 10. Jetzt geht's los mit Udo Huber. Wir begrüßen den Präsidenten, den burgenländischen Landesradsportverbandes Edmund Perlakovic mit seiner charmanten Gattin in unserer Mitte. Achtung, gleich kommt der nächste Start. Und jetzt geht Udo Huber ins Rennen, meine Damen und Herren. Es wird geradelt hier und wir holen ihn hier auf die Strecke. Zicke-Zacke, Zicke-Zacke, hoi, 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 hoi. Unterwegs hier, ist er bereit? Mit dabei. Markus Horvath, alles Gute und Hände nach vorne. Und los geht's. Für Markus Horvath. Und mit Noch, aber du hast gestern bravourös gefahren, oder? Etappe innerhalb der Karenz, alles gut zu Ende gegangen. Ja, gestern war natürlich ziemlich zart, aber mein Ziel war alles Gute für heute. 24,1 Kilometer legt er zurück. Er ist ebenfalls mit einer Coratec-Maschine und elektrischer Schaltung unterwegs. Noch 5 Sekunden für den Sportler.
Meine Damen und Herren, Alexander Meyer, willkommen zum Kupfer. Ihr habt den Glocknerkönig, den Krüger Mühlbacher, deftig unterstützen müssen. Ja, ich war heute Woche, 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 ich war heute